So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge HTS Kommentare kommentiert. Heute dabei sind die Anita, die Elli, die Caro und ich. Und wir wünschen euch viel Spaß. Ihr seht hier auch schon die Frage, mal eine Frage, wie interpretiert ihr das? Wer ist hier der Böse? Wir diskutieren gerade. Labi, Dogge und Carne Corso. Also, seid ihr bereit? Let's go. Erstmal die Antwort lautet, es gibt nicht gut und böse. Es gibt in meiner Welt jedenfalls ein passt und passt nicht. Und dass es hier nicht passt, das sehen wir an der Geschwindigkeit, an den Bodychecks, an ganz vielen Dingen. Und das ja über eine Minute, wenn es bei Hunden, die aufeinandertreffen, passt, dann machen die ein Begrüßungsritual. Das ist natürlich jetzt wahrscheinlich hier auch auf dem Video nicht zu sehen. Ein Begrüßungsritual, sie umkreisen sich. Sie klären die Frage, wer darf zuerst am Popo des anderen schnuppern. Das ist nämlich immer, das beansprucht immer der sozial Kompetentere, das zuerst zu tun. Und dann entscheidet man, was machen wir denn jetzt? Ja, machen wir nichts. Also wenn sie sich entscheiden, nichts zu machen nach dem Begrüßungsritual, ist das immer ein gutes Zeichen dafür, dass es gut passt. Oder es gibt schon auch mal ein Spiel, auch ein Laufspiel, aber nicht so wie hier im Video gesehen, sondern das ist so ein Komm-mit-bleib-stehen-Spiel, also zwei Sprünge und halt an. Und in meiner Wahrnehmung verbünden sich der Carne Corso und der Labi in Anführungsstrichen gegen den gegen die Dogge. Die hat dem auch nicht wirklich viel entgegenzusetzen. Das sieht man an den Sequenzen, wo der Carne Corso auf der einen Seite und der Labrador auf der einen Seite so parallel versucht wird, die so ein bisschen räumlich zu begrenzen, die Dogge. Und ich habe das jetzt mal gerade noch mal freigegeben, damit wir das besser sehen können, vielleicht. Ja, ich habe den Ton ausgemacht, weil es geht da ja nicht, aber das während wir reden, dass wir gleich vielleicht Bilder dazu auch haben. Ja, genau. Ja, das ist das, wo ich meinte, da sind sie parallel, einer rechts, einer links. Der Labrador ist wirklich ein bisschen größenwahnsinnig. Also der legt sich ja auch kurzzeitig, jetzt weiß ich wieder nicht, wo im Video das war, kurzzeitig auch mit dem Carne Corso noch an. Ich habe das jetzt noch mal gesehen, dieser Parallellauf links, rechts und die Dogge in der Mitte im Prinzip wie so ein Sandwich eingequetscht und von beiden Seiten in der Bewegung beschränkt. Und abschließend noch spannend ist natürlich, dass als dann zwei andere Hunde dazukommen und die Dogge weiß, dass die Aufmerksamkeit abgelenkt ist auf was anderes, dass sich dann die ganze Situation beruhigt und langweilig wird. Genau, und deswegen, das ist auch das, was ich anmerken wollte, wir haben hier nicht drei Hunde, wir haben hier fünf. Ja, da ist der vierte und hier hinten sehen wir, da kommt dann von links noch ein fünfter an.
Ja, also es sind nicht drei, es sind fünf. Und die sind für das Geschehen, wie Anita ja gerade eben auch gesagt hat, nicht ganz unerheblich. Weil als die nämlich anfangen, sich in das Geschehen einzumischen, löst sich das Ganze hier so ein bisschen auf. Ja, und man beruhigt sich wieder. Aber generell sieht man schon hier in dieser Sequenz, hey, da ist schon ganz schön viel Dampf drin. Also ich würde das auf keinen Fall laufen lassen. Naja, das sind halt natürlich auch drei körperliche Rassen. Ja, klar, ja. Und es sind auch zwei Hunde und eine Hündin. Da ist das, und da ist sogar die Dogge ein bisschen schüchtern, möchte ich das sagen. Ja, meinen. Die Dogge ist sehr zart. Mit dem großen Halsband. Die Doggen, die ich so kenne, ja. Ja, ja, aber ich sehe da in dem Video, da ist einfach drei sind einer zu viel in dem Moment. Also ich würde es, ich sage mal, man könnte es laufen lassen, da kommt, stellt sich die Frage, wie gut kennen die sich, etc., etc. Beziehungsweise würde ich da einfach mein Führungselement Energiesteuerung zu wirken kommen lassen. Die können ja mal kurz atmen und kurz sagen, okay, dann schnuffle ich mal von A nach B. Und was danach passiert, das würde ich einfach beobachten. Also von dem. Ja. Und das Spannende ist ja auch immer bei Videos, ich lasse es einfach so im Hintergrund laufen, dann können die Leute das immer mal sehen. So. Ich finde, das Spannende an Videos ist ja, das zeigst du 10 Hundetrainern und du hast 11 Meinungen darüber. Ja, absolut. Ich mag das total gerne, weil ich glaube, dass auch Anita immer noch was dazu lernt, wenn sie Videos von anderen Hunden sieht. Auf jeden Fall. Genau, und deswegen ist das so wichtig. Man muss aber halt auch, finde ich, einfach sich schon vor Augen führen, dass das Interpretationssache ist. Wir kennen die Hunde weder vorher noch nachher. Ja. Vielleicht sind es die besten Freunde und haben halt gerade ihre 5 Minuten. Ja. Das ist schwierig zu sagen. Ja, das stimmt. Aber eine Sache möchte ich noch aufgreifen, die Elli gerade angesprochen hat, nämlich was sind denn das eigentlich für Hunde? Ja, weil wenn du jetzt nur mal angenommen, das wäre ein Video von drei unkastrierten Rüden. Ja. Dann würde ich schon sagen, dass ich vorhersehen kann, wie das endet. Ja, das wäre nicht so gut. Sind das drei kastrierte, unkastrierte Hunde oder nur einer ist unkastriert, sieht die Sache schon wieder anders aus. Also wenn man so ein Video bewerten will, dann muss man halt ein paar Infos mehr auch haben. Ja. Ja. Weil drei unkastrierte Rüden, glaub mir, da spätestens wenn ich vorbeikomme, knallt das. Ja. Ja. Die Rüden merken, dass Anita kommt und dann zeigen die sich von ihrer schlechtesten Seite. Ganz genau. Ja. Na, klar. Also super spannendes Video und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, das, was Anita am Anfang gesagt hat, ist, es gibt kein Gut oder Böse. Ja, das sind einfach Gespräche auf Muttersprachenniveau, die hier geführt werden von körperlichen Hunden und das sieht halt dann so aus. Ja? Genau. Und wenn ihr sonst auf den Spaziergängen keine Probleme habt, würde ich das auch nicht überbewerten. Also, so ihr Lieben, das war eine weitere Folge HTS Kommentare kommentiert. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und ihr hattet mindestens so viel Spaß wie wir. Wir wünschen euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.